Hallo, ich bin Elienix und das ist der dritte Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu meiner Werwolf-Challenge. Es ist jetzt tatsächlich schon eine Weile her, dass ich die ersten beiden Parts aufgenommen habe. Deshalb weiß ich jetzt nicht mehr zu 100%, was bisher passiert ist. Aber auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass wir jetzt einen kleinen Hund haben, und zwar den Howie. Und außerdem haben wir uns mit Lou besser angefreundet. Und wir haben uns für ein Stipendium beworben. Und außerdem wird es in diesem Part jetzt den ersten Vollmond geben, also auch die erste Verwandlung. Ich bin schon sehr gespannt. Und ich hätte gesagt, wir starten am besten gleich ins Spiel. Und hier haben wir jetzt auch schon Iana und den kleinen Howie. Er ist so unglaublich süß. Also ich finde, es war eine sehr gute Entscheidung, dass wir ihn in unsere Familie geholt haben. Ich habe euch ja letztens auch gefragt, ob wir den Namen von ihm ändern sollten. Also ihr könnt mir gerne noch Vorschläge dalassen. Aber eigentlich muss ich sagen, ich finde den Namen Howie schon ziemlich süß. Außerdem war gerade der Postler da. Ich schaue schnell. Vermutlich werden wir die ersten Rechnungen haben. Darauf freue ich mich wirklich. Und wie sieht es aus? Iana hat alles aus dem Briefkasten geholt. Ah, wir haben den Stipendiumsbescheid bekommen. Okay, na dann sehen wir uns das einmal an. Glückwunsch, Iana hat das Bildung für alle Stipendium im Wert von 500 Simoleons erhalten. Sehr gut. Also wir könnten dann eigentlich auch schon auf die Uni gehen, weil ein Stipendium haben wir jetzt ja schon. Das werden wir dann heute auf jeden Fall auch noch angehen. Aber ich hätte gesagt, wir schauen jetzt am besten zum Bunker. Natürlich nehmen wir den kleinen Howie mit und dann schauen wir einfach mal, was wir hier finden können. Also wir werden wieder ein wenig im Müll wühlen und hier ist der kleine Howie. Und außerdem muss ich ihm auch noch Sachen für den Bunker kaufen, also dass er eben auch hier etwas zu fressen hat und auch hier ein Hundebett. Und hier sind wir. Wir sind schon wieder Kinder. Ich habe keine Ahnung warum, aber in jedem meiner Spielstände spawnen immer irgendwo Kinder oder Kleinkinder und dann verschwinden sie wieder. Genau das habe ich gemeint. Okay, hier kann sie jetzt leider noch nicht nach Einrichtung wühlen. Sie bestellt ein Getränk. Ja gut, mach das, weil wir haben hier unglaublich viel Geld. Das ist eine sehr gute Entscheidung von dir. Aber wir haben schon wieder eine neue Mixerin. Ach nein, Hannah, die kennen wir schon. Okay, und wer bist du? Nancy Landgrab. Und sie ist schwanger. Oh, okay. Gut für sie. Wo ist unser kleiner Howie? Oh, er liegt hier am Boden und traut sich nicht rein. Ich möchte nicht, dass er im Regen liegt. Okay, dann kaufe ich ihm jetzt gleich einmal ein Hundebett. Okay, Tiere. Vielleicht gebe ich ihm hier oben auch etwas hin. Also, dass er hier dann auch eine kleine Schüssel hat. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil ich glaube, als Welpe kann er nämlich noch nicht Stufen steigen und alleine kommt er sonst nicht nach unten. Dann bekommt er hier noch dieses Tierbett. Das nehmen wir in diesem Schwarz oder nein, in diesem Grau. Ich glaube, das passt ganz gut. Und dann dasselbe noch einmal unten im Bunker. Also, hier haben wir ja Ianas Bett unter Anführungszeichen, also zumindest das, wo sie immer schläft. Dann braucht er natürlich auch hier ein Bett. Das ist ein Katzenklo, das ist kein Bett. Okay. Dann bekommt er hier diese Schlafstation. Also, ich glaube nämlich, dass es hier eben auch nicht so fancy Sachen gibt. Okay, nein, das ist viel zu groß. Ich gebe ihm jetzt hier dieses kleine Bett. Er ist jetzt ja ohnehin noch ein Welpe. Und ich hoffe, sobald er groß ist, haben wir dann genug Geld, dass wir hier nicht mehr so oft herkommen müssen. Dann braucht er natürlich auch hier noch eine Futterstation. Die stelle ich sonst einfach mal hier hin. Ich glaube, das passt ganz gut. Perfekt. Dann, Iana, kannst du ja schon einmal den Napf für Howie auffüllen. Füllen und Howie zum Fressen rufen. Und dann können wir leider noch immer nicht nach Einrichtung wühlen. Okay. Wie wäre es dann, wenn du deine neuen Freunde einlädst? Und zwar Rory. Oh, Rory ist sogar hier in der Nähe. Und Lou auch. Sehr gut. Dann werden wir mit den beiden am besten gleich mal eine Gruppe bilden. Keine Ahnung, warum sie schon wieder als Werwölfe herumlaufen. Damit wir uns noch besser mit den beiden anfreunden können. Und hier haben wir Rory. Okay. Gut, dann können wir uns ja mal zusammen hier hinsetzen und dann werden wir die beiden noch ein wenig besser kennenlernen. So, und hier sitzen wir jetzt mit Lou und Rory. Dann werde ich mich jetzt mit den beiden ein wenig unterhalten. Nein, Iana, du bleibst da. Und zwar werden wir ihr eine fesselnde Geschichte erzählen. Dann werden wir Rory eine lustige Geschichte erzählen. Ach nein, das ist Lou und das ist Rory. Es ist sehr irritierend, wenn beide in ihrer Wolfsform sind, aber irgendwann werde ich mir auch das merken. Vor allem mit Rory müssen wir uns noch besser anfreunden, weil sie ist ja das Alpha-Tier des Rudels und immerhin möchten wir dem Rudel beitreten. Dann fragen wir sie einfach mal, ob wir ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen pflegen dürfen. Ich bin schon sehr gespannt, was sie darauf sagt. Okay, irgendwie möchten sie mit uns nicht mehr hier sitzen, aber okay. Lou ist in der Zwischenzeit schon gegangen. Dann unterhalten wir uns einfach mit Rory weiter.
Tut mir leid, Iana, aber ich kenne dich noch nicht gut genug. Geben wir uns die Chance, einander besser kennenzulernen. Ja, aber die verstehen sich doch eigentlich schon voll gut. Okay, dann werden wir von Fitness schwärmen. Ich finde, der grüne Balken ist eigentlich schon sehr weit oben, aber vielleicht müssen sie zuerst befreundet werden. Okay, dann werden wir die Bewunderung ausdrücken. Die möchte doch sicher wieder Geld haben. In jedem Spielstand ruft mich diese Frau an und möchte Geld haben. Das ist so nervig. Oh oh, Iana ist plötzlich total wütend. Ich hoffe, das sinkt wieder. Ich schau mal schnell, wann wir Vollmond haben. Okay, wir haben sogar heute Nacht Vollmond. Also sollten wir alles schnell erledigen, weil heute Nacht werden wir uns zum ersten Mal verwandeln. Gut, dann erzählen wir ihr noch eine unglaubliche Geschichte. Nein, Iana, du kannst jetzt nicht auf die Toilette gehen. Ach, sie möchte unbedingt auf die Toilette gehen. Okay, dann geh schnell. Aber ganz schnell. Weil wir müssen uns besser mit Rory anfreunden. Nein, Rory, bitte bleib hier. Sie möchte nicht hier bleiben. Okay, dann musst du ihr leider nachlaufen. Was macht eigentlich Howie? Oh, Howie schläft auf seinem Hundebett. Er ist so süß und so klein. Iana hat sich jetzt weiter mit Rory angefreundet und mittlerweile sind die beiden befreundet. Das heißt, ich werde jetzt einfach noch einmal bitten, ein freundschaftliches Verhältnis pflegen zu dürfen. Ich hoffe, dass sie es jetzt annimmt, sonst müssen wir leider noch ein wenig weiter an der Beziehung arbeiten. Das sieht gut aus. Willkommen, brandneue Freundin der Wildfangs. Hänge mit uns ab, wann immer du möchtest oder schau vorbei und nutze unseren Wohnwagen. Und hey, das ist keine Pflicht, aber wir werden nicht Nein sagen, wenn du uns in Zukunft irgendwelche coolen Sachen geben möchtest. Jedes bisschen zählt, weißt du? Okay, und was genau können wir ihnen da jetzt geben? Also wenn jemand von euch da mehr drüber Bescheid weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist ja das erste Mal, dass ich so wirklich mit dem Werwolf-Pack spiele. Deshalb ist das alles noch sehr neu für mich. Okay, Rory ein Rudel-Kumpanengeschenk geben. Geben wir einfach mal einen Pilz. Vielleicht freut sie sich da ja drüber. Okay, und jetzt schenken wir ihr einen Pilz. Sie scheint sich drüber zu freuen. Ich glaube, es ist ihr ehrlich gesagt ziemlich egal. Was können wir noch? Rudel anschließen. What? Wir müssen Prüfungen ablegen. Prüfung Nahrung ausgezeichneter Qualität geben. Prüfung ungewöhnliches oder seltenes Sammelobjekt geben. Prüfung Rudelheulen vorführen. Iana besitzt diese Werwolf-Fähigkeit nicht. Prüfung Werwolf. Sparring mit Rory. Was soll dieses Wort heißen? Ich habe keine Ahnung. Und über lunare Erleuchtung reden. Iana muss noch 3 Prüfungen bestehen. Also wir müssen hier jetzt 3 von diesen Prüfungen bestehen und dann können wir uns den Wildfangs anschließen. Wow, das ist echt viel mehr Arbeit als gedacht, aber das finde ich wirklich sehr cool. Also das heißt, wir werden jetzt einfach noch an unseren Werwolf-Fähigkeiten arbeiten und uns dann wieder bei Rory oder eben bei Lou melden. Und dann können wir uns den beiden anschließen. Perfekt, dann essen wir jetzt noch schnell einen Teller Krallen, okay, einen Obstkuchen und dann werden wir schnell zur Bibliothek reisen, damit wir uns noch schnell bei der Uni einschreiben können, bevor die Sonne untergeht. Oh, ist das süß, sie ist jetzt dort und neben ihr ist Howie. Howie, hast du auch Hunger? Du hast hier Essen oder hast hier kein Essen? Oh, ich hoffe, er hat nicht Hunger. Egal, wir sind eh gleich wieder zu Hause. Jetzt reisen wir nur ganz schnell zur Bibliothek, werden uns in der Uni einschreiben und ja, ach so, wir müssen uns zuerst einmal bewerben. Das habe ich noch nicht nachgedacht. Natürlich müssen wir uns zuerst bewerben und dann können wir wahrscheinlich im nächsten Part sehen, wo wir angenommen sind. Und eben je nachdem, ob wir einen Spezialabschluss machen können oder nicht, werden wir uns dann für eine jeweilige Uni entscheiden. Hier haben wir die Bibliothekarin. Das war, glaube ich, eine andere als letztes Mal. Ja, genau, die kennen wir noch gar nicht. Okay, hier liegt ein Buch auf dem Boden. Ist das ein Werwolfbuch? Jenseits von Groß und Böse. Jenseits von Groß und Böse beschäftigt sich mit der Fehlinterpretation von Werwölfen. Obgleich es sich um Fantasiewesen handelt, wirken sich die Angst vor bzw. der Zorn über diese Märchengestalt negativ auf die Psyche des weltweit beliebtesten Tiers überhaupt, des Hundes aus? Was? Jenseits von Gut und Böse befasst sich im Detail mit den Auslösern für diese Furcht und fordert die Leser dazu auf, darüber nachzudenken, ob das, wovor sie in Wirklichkeit Angst haben, nicht einfach sie selbst sind. Okay, also ganz habe ich es jetzt nicht verstanden, aber ich hoffe, Howie hat keine Angst vor uns. Auf jeden Fall, Iana wird sich jetzt an der Universität bewerben. Ja, dann bewerben wir uns einfach einmal. Und dann können wir ja Jenseits von Groß und Böse lesen. Einfach so lange, bis der Vollmond aufgeht. Oder bis Iana so wütend wird, dass sie sich verwandelt. Mittlerweile sieht sie nämlich immer mehr aus wie ein Werwolf, finde ich. Also wie sie geht oder wie sie ist. Ich finde, man sieht eindeutig, sie wird sich bald verwandeln. Und hier ist schon wieder ein random Kind ganz alleine. Und es ist ein aufgehender Stern. Was sonst? Und es heißt Orange. Was ist das?
Ihre Mutter Alina Hemming hat uns gerade eine SMS geschrieben. Sie fragt, ob wir abhängen möchten. Nein, Iana muss zuerst mit sich selbst klarkommen, bevor sie wieder Kontakt zu ihren Eltern aufnehmen kann. Und die Universitätsbewerbung von Iana ist unterwegs. Das ist sehr, sehr gut. Ich freue mich schon sehr auf das Ergebnis. Und Aluna hat gehört, dass wir uns mit Rory angefreundet haben. Okay. Also ihre Mutter schreibt ihr wirklich die ganze Zeit und möchte immer mit ihr Zeit verbringen. Und keine Sorge, früher oder später werden wir das auch machen. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee, wann wir uns wieder mit ihr anfreunden sollen. Also wenn ihr da eine Idee habt für irgendeinen Meilenstein oder irgendwas, schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Oh, und jetzt schläft Howie hier am Boden. Er ist so süß. Er möchte immer bei ihr sein. Oh mein Gott. Ich muss ein Foto davon machen, weil es ist so süß. Okay, ich habe gehofft, dass es sich irgendwas bringt, wenn sie dieses Buch liest, aber anscheinend nicht. Und die Sonne ist gerade schon am Untergehen. Dann gehen wir besser nach Hause. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sie bei der ersten Verwandlung allein sein möchte. Also auf keinen Fall möchte sie in der Öffentlichkeit sein. Und mit Rory und Lou, ich meine, sie versteht sich zwar schon gut mit ihnen, aber ich glaube nicht gut genug, als dass sie bei der ersten Verwandlung dabei sein dürften. Okay, Howie, wie geht es dir? Zumindest hat er Essen. Dann werden wir ihn mal streicheln. Ich möchte, dass ihn jetzt vorher ein bisschen beruhigt. Will nicht, dass er sich dann zu sehr schreckt, wenn sie sich verwandelt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein wenig traumatisch für ihn sein könnte. Gerade wenn er so etwas noch nie gesehen hat. Dann werden wir ihm noch bitten, das Geschäft zu erledigen. Und dann hätte ich gesagt, warten wir einfach ab, bis der Vollmond aufsteigt und Iana sich verwandelt. Sie macht jetzt hier draußen noch ein Nickerchen und ich warte jetzt einfach mal ab und wir schauen, was passiert. Auf einmal ist ihre Wutanzeige jetzt ganz angestiegen und Iana verwandelt sich. Werwolf 7, die maximale Wut erreicht haben, explodieren vor Zorn. Und Iana wurde zum Werwolf. Und was macht sie jetzt? Was machst du? Sie möchte unsere Möbel zerkratzen. Wow, okay. Dann möchte sie heulen. Das muss ich mir näher ansehen. Sie sieht so creepy aus. Ihre leuchtenden Augen. Okay, verfolgen wir sie mal. Was ist dein Plan, Iana? Aber zumindest Howie hat keine Angst. Also ihn lässt das völlig kalt. Schade, dass er nicht nachläuft. Irgendwie wäre es cool, wenn sie jetzt gemeinsam so durch die Welt laufen. Jetzt grabt sie ein Loch direkt vor unserer Haustür. Das ist auch sehr schön. Okay, jetzt möchte sie noch einen Stuhl zerkratzen und glitscht mal in einer Wand. Sie möchte den gleichen Stuhl zerkratzen. Alles klar. Jetzt möchte sie wieder heulen. Irgendwie ist Iana ein sehr, sehr seltsamer Werwolf. Aber ihr Heulen klingt cool. Das muss man ihr lassen. Okay, was haben wir hier für Stimmungen? Ruf des Mondes, weil bei Vollmond ein Werwolf war. Grrr, Iana kann die Anziehungskraft des Mondes spüren. Und dann haben wir noch Randale, wegen exzessiver Wut. Die Wut von Iana wurde entfesselt. Werwölfe, die randalieren, befinden sich auf einem gnadenlosen Pfad und haben kaum Kontrolle über sich selbst. Der Weg, den alle Werwölfe gehen, ist grausam. Okay, und jetzt scheint auch Howie irgendwie betroffen davon zu sein. Also ich glaube, er checkt gar nicht, was mit ihr abgeht. Und er ist traurig und möchte mit ihr spielen. Ich kaufe ihm schnell einen Ball. Howie braucht was zum Spielen und Howie soll was zum Spielen bekommen. Hier, hier hast du einen Ball. Hab Spaß damit. Ja, das Problem ist halt, ich kann jetzt nicht mehr mit Howie spielen, weil Iana randaliert und kann das jetzt nicht verwenden. Sie kann nämlich absolut gar nichts machen. Außer Dinge zerkratzen. Okay, wir möchten nicht noch mehr zerkratzen. Also wir müssen jetzt einfach warten, bis ihre Wut sinkt und sie sich wieder zurückverwandelt. Und jetzt zerkratzt sie auch noch unseren Tisch. Wow. Es ist wirklich sehr gut, dass wir hier keine schönen Möbel haben, weil sonst wäre alles kaputt. Möchte sie schon wieder heulen? Ja. Und jetzt geht sie schon wieder heulen. Und jetzt wird sie gleich wieder irgendetwas zerkratzen. Und sie heult wieder. Und jetzt wühlt sie wieder im Boden. Also ich muss sagen, die Dinge, die sie macht, sind jetzt nicht so abwechslungsreich. Also ja, sie zerkratzt immer die gleichen Möbel, wühlt im Boden. Und Howie ist traurig und braucht Aufmerksamkeit, aber ich kann ihm keine geben. Das macht mich traurig. Wie lange dauert es noch? Ja, ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt einfach abwarten, bis das vorbei ist. Iana ist jetzt zur Stufe 2 aufgestiegen. Keine Ahnung wie. Iana ist jetzt ein Werwolf-Kümmerling. Sie bekommt langsam den Dreh raus, was die ganze Werwolf-Sache betrifft. Iana besitzt einen neuen Charakterzug, der bestimmt, wie sie durch die Welt geht und was ihre Wut zum Überlaufen bringt. Denke daran, dir auch die neuen Fähigkeiten anzusehen. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt beim Bestreben eine Sache erfüllt. Jetzt müssen wir noch den Vollmond erleben. Aber das machen wir eigentlich gerade. Okay. Und dann müssen wir noch Werwolf-Bücher lesen. Wenn ich endlich weiß, wo ich diese herbekomme. Auch hier, falls jemand von euch weiß, wo ich diese Bücher herbekomme, bitte schreibt sie mir in die Kommentare. Sie sind nämlich nicht in der Bibliothek. Keine Ahnung, wo man sonst Bücher herbekommen könnte. Aber gut, sehen wir uns die neuen Fähigkeiten an. Okay, wir haben wieder 2 Punkte. Und was haben wir hier jetzt? Unsättlicher Hunger. Verschlinge Objekte, um deinen Hunger zu stillen? Du bist hungrig? Mit dieser Fähigkeit kann Iana beinahe alles essen. Die neue Couch? Lecker. Das wertvolle Erbstück? Lecker. Ob das eine gute Idee ist, das hat keiner behauptet.
wird. Wird die Neugier Oberhand gewinnen? Zweifellos. Okay, ob wir das brauchen, weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich schau mal weiter. Jägerin, lerne nach Nahrung zu jagen. Wir alle wünschen uns frische Speisen, aber Werwölfe wünschen sich noch frischere. Iana kann überall in der Natur nach Nahrung jagen, die Beute sofort verspeisen und etwas für später aufheben, wenn der Hunger erneut zuschlägt. Ah, vielleicht gibt es deshalb Ratten. Also ich glaube, im ersten Part haben wir ja Ratten gesehen. Vielleicht sind die deshalb da. Gut, dann gibt es noch Widerstandskraft. Erlange die Kontrolle zurück, wenn du in Rage geraten bist. Mit mentaler Kraft, jede Menge Willen und ein paar Atemübungen kann Iana jetzt versuchen, die Kontrolle zurückzuerlangen, nachdem sie sie verloren hat und in Rage geraten ist. Wenn der Versuch erfolgreich ist, hört Iana sofort mit der Raserei auf. Nachdem sie ja gerade in Rage war und ich das nicht so angenehm fand, werde ich einen Punkt jetzt dafür mal verwenden. Verbesserter Geruchssinn, erschnüffle Informationen und Schätze. Mit einem verbesserten Geruchssinn kann Iana ihre Nase auf den Boden heften, um Gefühle anderer Sims, im Garten vergrabene Schätze oder okkulte Sims in der Nähe zu erschnüffeln. Einige Dinge riechen besser als andere, also leg los und schnüffle. Okay, das finde ich wirklich cool. Was gibt es noch? Trübsinniges Heulen. Erlerne ein Heulen, das die Wut reduziert. Okay, nein, das brauchen wir nicht. Ich habe mich entschieden, ich nehme hier jetzt den verbesserten Geruchssinn. Dann können wir nämlich vielleicht auch gleich etwas finden und dann können wir das Rory geben, damit wir dem Rudel dann beitreten können. Okay, und ja, schlummernde Fähigkeiten haben wir leider noch nichts freigeschaltet. Sie randaliert noch immer. Versuchen, die Kontrolle zurückzuerlangen, das haben wir ja gerade gelernt. Ich bin gespannt, ob wir es gleich beim ersten Mal schaffen. Sieht nicht so aus. Können wir es nochmal probieren? Nein, okay. Das war mental anstrengend. Iana braucht einen Moment, bevor sie das erneut versuchen kann. Okay, dann wird sie jetzt noch ein paar Dinge zerkratzen und wir müssen abwarten. Und ich hoffe, in der Zwischenzeit läuft uns Howie nicht davon. Howie ist so traurig. Ah, das nervt mich. Ich möchte, dass ich sie wieder steuern kann. Ich meine, zumindest arbeitet sie an ihren Werwolffähigkeiten. Also zumindest hat es irgendetwas Gutes. Jetzt läuft sie auf einmal weg. Was macht sie jetzt? Blitzen. Okay. Ich bin wirklich gespannt, wo sie jetzt hinläuft. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber warten wir einfach mal ab, was passiert. Okay, sie ist wieder zurück zum Haus gelaufen und jetzt möchte sie weiter flitzen. Okay, Iana, ich hoffe, dir geht es gut und ich hoffe, du machst keinen Blödsinn. Aber ich finde die Welt hier so cool. Allein diese Brücke gefällt mir so unglaublich gut. Ich hoffe übrigens, sie trifft jetzt nicht auf andere Sims. Ich glaube, andere Sims könnten ein wenig verstört von ihr sein. Was macht sie hier? Kanaldeckel. Okay, sie ist die Treppe runtergerannt, um wieder hinaufzulaufen. Alles klar. Ich hoffe, sie hat Spaß dabei. Und jetzt rennt sie wieder nach Hause. Und sie möchte den Fernseher zertrümmern. Ach ja, na, zertrümmer doch nicht den Fernseher. Den haben wir erst aus dem Müll gefunden. Das ist einfach nur toll. Ich liebe Werwölfe. Den kannst du morgen wieder reparieren. Okay, versuchen wir noch einmal die Kontrolle zurückzuerlangen. Vielleicht geht es ja diesmal. Iana, komm schon, du schaffst das. Hat sie es geschafft? Nein, sie hat es absolut nicht geschafft. Und ja. Jetzt ist es schon 5 Uhr früh, die Sonne geht gleich auf und Howie braucht uns. Aber Iana möchte weiter randalieren. Iana. Ich glaube, Iana ist der anstrengendste Werwolf der Welt. Oh, jetzt verwandelt sie sich zurück. Endlich. Das hat so lange gedauert. Was haben wir hier? Was ist geschehen? Wo bin ich? Wegen erstmaliger Transformation. Was passiert mit mir? Wo bin ich hingelaufen? Ich habe so viele Fragen. Fühlt es sich so an, eine Werwölfin zu sein? Also ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass man die Werwölfe dann schon besser steuern kann, wenn sie zumindest das ein wenig unter Kontrolle haben. Wäre das schon irgendwie besser? Egal, wir kümmern uns jetzt mal um Howie. Oh, Howie hat hier hingepinkelt, weil niemand mit ihm spazieren geht. Iana, es ist absolut deine Schuld. Zu 100.000%. Jetzt füllst du mal die Schüssel auf. Dann werden wir ihn umarmen, werden ihn fragen, was los ist und werden ihn füttern, weil ich bin mir sicher, er hat Hunger. Okay, nein, die Schüssel füllen wir dann später auf. Was ist denn los, Howie? Howie sehnt sich nach Aufmerksamkeit. Ja, wir wollen eh mit dir knuddeln. Du bist so lieb. Dann umarmen wir ihn. Dann loben wir ihn. Dann sagt sie ihm einfach so, hey, Howie, es tut mir leid, was passiert ist. Ich kann mich leider nicht erinnern. Oh, sie sind jetzt beste Freunde. Und dann sagt sie ihm einfach, ich hoffe, du hast nicht so viel Angst. Das wird nicht zu oft vorkommen. Also hoffen wir zumindest, dass das in Zukunft besser wird. Und dann lassen wir ihm einmal die Liebe spüren. Oh, erhalte Zufriedenheitspunkte, indem du dich um dein Tier kümmerst. Oh, ist das süß. Ja gut, das machen wir dann. Dann werden wir seine Schüssel auffüllen. Und ich glaube, dann können wir einfach mal mit ihm eine kleine Runde spazieren gehen.
Wir können nicht mit ihm spazieren gehen. Okay, ach, weil er ein Welpe ist. Stimmt. Dann lassen wir ihn jetzt einfach mal fressen und wir werden hier den Obstkuchen essen. Auch wenn ich weiß, dass sie Obstkuchen hasst, aber wir haben gerade nichts anderes da. Iana Hemming hat die Vollmondphase überstanden. Was für eine grauenvolle Erfahrung. Hoffentlich hat sie ein paar Dinge über Werwölfe gelernt. Ja, ein paar Dinge haben wir gelernt. Okay, jetzt müssen wir nur noch die Werwolfbücher lesen. Sie ist schon wieder verängstigt. Ach, sie ist noch immer verängstigt. Oh, und jetzt noch zusätzlich wegen dem Obstkuchen. Verstehe ich. Ein Obstkuchen ist mindestens genauso gruselig, wie wenn man sich in einen Werwolf verwandelt. Ja, dann kannst du eigentlich gleich einmal den Fernseher reparieren, weil du hast ihn eben in deiner Raserei kaputt gemacht. Jana hat Level 3 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Wow, ich wusste nicht einmal, dass sie jemals die Fähigkeit an sich erreicht hat. Nicht schlecht. Der Fernseher ist repariert, davon haben wir jetzt auch ein paar Sachen bekommen, die verkaufe ich schnell. Und dann möchte ich heute aber trotzdem noch im Müll tauchen. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Dann schauen wir mal wieder zum Bunker und wir nehmen natürlich unseren lieben Howie mit. Den nehmen wir jetzt einfach immer überall hin mit, weil es ist immerhin unser bester Freund und irgendwie auch unser einziger wirklicher Freund. Deshalb muss er auf jeden Fall immer dabei sein. Und wir sind da. Können wir jetzt nach Einrichtung wühlen? Nein, können wir nicht. Okay. Haben wir etwas, das wir... Oh, das könnten wir wegschmeißen. Sehr gut. Dann wühlen wir jetzt hier nach Einrichtung. Wer tanzt denn hier? Nalani, okay. Ich hoffe, du hast Spaß daran. Wir möchten nicht mit dir reden. Wir möchten weiter nach Einrichtung wühlen. Okay. Schmeißen wir das weg. Dann können wir weiter nach Einrichtung wühlen. Wir haben einen Esszimmertisch gefunden. Okay, Iana, es geht weiter. Du darfst noch nicht duschen. Aluna ruft uns schon wieder an. Nein, wir heben bei ihr nicht ab. Ich finde es auch irgendwie spannend, dass immer nur ihre Mutter anruft. Also ihr Vater hat uns tatsächlich noch nie angerufen. Ist ihr Vater überhaupt? Ist Jason ihr Vater? Ja, seltsam. Wieso steht hier nicht, dass es ihr Vater ist? Ist schon ihr Vater, oder? Ja, Jason. Und immer nur ruft uns ihre Mutter an. Also ich glaube, wir werden uns dann auch nur mit ihrer Mutter treffen. Weil wenn er sich nicht melden kann, vielleicht ist er einfach enttäuschter. Kann es wirklich nicht sagen. Okay, dann werden wir jetzt hier noch einmal duschen gehen. Und dann schaue ich mich hier noch ganz kurz in der Umgebung um. Weil vielleicht finden wir ja noch irgendetwas, was mit den Vampirbüchern zu tun hat. Vielleicht gibt es irgendwelche Easter Eggs zu entdecken, die ich einfach noch nicht entdeckt habe. Hier gibt es wieder Pilze, die können wir ernten. Unterirdische Tunnel erkunden. Okay, dann werden wir das jetzt einmal machen. Ich habe keine Ahnung, wo uns das hinbringt, aber vielleicht finden wir dort ja irgendwo die Werwolfbücher. Und ihre Mutter ruft uns einfach schon wieder an. Nein. Also vielleicht ist ja auch irgendwas passiert. Keine Ahnung. Der Untergrund. Auf einer der Toilettenkabinen befindet sich das Graffiti eines Pfeils, der nach unten in einen dunklen Gang zeigt. Als Iana hinabsteigt, findet sie sich in einem Tunnelsystem tief unter Moonwood Mill wieder. Wo führen die Tunnel hin? Okay, da werden wir natürlich fortfahren. Sich trennende Wege. Als Iana durch einen extrem niedrigen Abschnitt kriecht, bemerkt sie, dass der Tunnel sich weiter nach vorne in drei Pfade teilt. Aus einem Pfad erklingt eine leise, aber magische Melodie. Aus dem anderen dringt ein Knoblauchgeruch in ihre Nase und aus dem dritten weht ihr eine frische Brise entgegen. Ich hätte gesagt, wir gehen in Richtung Knoblauch, weil das klingt irgendwie so, als würde sich gerade jemand auf einen Kampf gegen Vampire vorbereiten und ich glaube, da passt Iana ganz gut hin. Iana durchquert die Tunnel, als etwas sie innehalten lässt. Der Geruch ist zunächst schwach, doch bald weht ein unstreitbarer, köstlicher Duft durch die Luft. Soll sie nachsehen? Nein, ich glaube, wir lassen uns hier jetzt besser nicht ablenken und werden einfach fortfahren. Iana folgt dem Knoblauchgeruch hinunter in einen gewundenen Tunnel, wo sie plötzlich gegen eine große Metallkiste stößt, aber es ist zu dunkel, um herauszufinden, wozu diese Kiste dient oder ob sie sich öffnen lässt. Okay, weiter fortfahren. Wasserleck. Tropf, Tropf, Tropf. Iana nimmt ein leises, aber stetiges Tropfen wahr. Es muss von einem der vielen undichten Rohre des Tunnels stammen. Es gibt einfach viel zu viel Auswahl hier. Ich werde einfach immer weiter fortfahren. Sich trennende Wege. Iana wähnt sich am Ende einer Sackgasse, als sie einen schmalen Vorsprung an der Seite bemerkt. Sie muss sich ein wenig hineinquetschen, kann dann aber hochklettern und stößt auf drei Tunnel. Der Tunnel, der nach links führt, scheint voller Schrott zu sein, denn ihm entströmt ein rostiger Geruch. Der in der Mitte riecht nach Knoblauch. Nur aus dem Tunnel, der nach rechts führt, strömt ein angenehmer Duft. Der Geruch nach frischer Luft. Hier werden wir uns jetzt einmal durch den Schutt kämpfen. Aufbruch aus dem Untergrund. Iana kann vor sich ein Licht erkennen. Das muss ein Ausgang sein. Okay, fortfahren. Wir sind wieder hier. Ich dachte wirklich, wir hätten jetzt etwas entdeckt, aber anscheinend habe ich irgendwo etwas Falsches ausgewählt. Berggipfel besuchen. Okay, machen wir das mal. Vielleicht finden wir dort ja irgendetwas Neues. Wer ist das?
Jacob Wolkow. Okay. Bist du wie Jacob von Twilight? Naja, ein bisschen ähnlich. Seht ihr euch schon? Hier haben wir jetzt den Gipfel des Berges. Wow, hier sieht es voll schön aus. Das finde ich cool hier. Mondblatt. Das Mondblatt scheint momentan nicht zu blühen. Kommt zurück, wenn die Bedingungen zum Ernten erfüllt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nur zu Vollmond blüht. Also ich glaube, das war ziemlich plausibel. Aber ja, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir jetzt auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. In diesem Part hat sich Iana ja jetzt endlich zum ersten Mal in einen Werwolf verwandelt. Aber ansonsten ist tatsächlich gar nicht so viel passiert. Ich meine, wir haben uns noch bei der Uni beworben. Das heißt, im nächsten Part werden wir auf jeden Fall die Zusage oder die Absage für die Universität bekommen. Das heißt, bald werden wir dann hoffentlich mit dem Studium beginnen können. Und ja, ansonsten werden wir dann noch weiter an unserer Werwolf-Fähigkeit arbeiten. Und wer weiß, vielleicht können wir im nächsten Part ja sogar schon den Wildfangs beitreten. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich wie immer über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!